Hi, ich bin der Christoph, bin der neue Betreiber vom Tisch an Deck Tisch, weil ich den Laden von meinen Eltern übernommen habe, die den seit 1978 schon haben. Also, ich glaube tatsächlich war das so, dass sie irgendwann nach Deutschland kamen, sind hier in Köln gelandet und haben dann praktisch einen Imbiss gesucht und der dann in Nippes auch frei war. Ja. Spezialitäten sind hauptsächlich griechische Spezialitäten, das heißt Souvlaki, Bifteki, wir haben so dieses Klassiker an griechischen Spezialitäten, deutsche Spezialitäten natürlich auch, Schnitzel, speziell das Jägerschnitzel ist sehr, sehr lecker, Zigeunerschnitzel, Currywurst, ja, all das. Ne? Ja, ich glaube, wir sind auch so ein bisschen Tradition hier geworden in Nippes und speziell, weil wir auch ehrlich sind, wir kaufen keine Billigprodukte oder sowas, wir gucken schon auf Qualität und das zieht bei den Leuten auf jeden Fall, das merkt man ja. Gyros machen wir selber, also wir legen das Fleisch selbst ein und hauen es jeden Morgen echt auf die Stange. Ne? Und dann, also gekauft ist da gar nichts, das ist schon echt Qualität, was wir da verkaufen. Es ist einfach so eine familiäre Atmosphäre hier und das macht das hier aus, das sich entdeckt. Also es ist schon so. Es macht mir alles Spaß, speziell halt mit den Gästen ein bisschen zu plaudern, ein bisschen zu quatschen auch. Das gehört alles dazu. Ne? Das macht mir die Arbeit, das Kochen natürlich Spaß, uns allen auch natürlich. Ja, das ist das, wofür man halt jeden Morgen aufsteht. Ne? Wir haben seit 5-6 Jahren hier eine Außengastronomie und die wird ziemlich gut gebraucht. Die Leute mögen das und essen dann auch hier draußen und so. Das ist schon cool, ja, muss man schon sagen. Natürlich haben wir auch viele Plätze drin, ne? Wo wir später mal noch wahrscheinlich renovieren werden und das ein bisschen verfeinern werden alles, ja. Was sind so deine Lieblingsplätze in Nippes? Der Marktplatz finde ich super. Der ist so speziell, der ist auch gefühlt 40 Jahre schon da irgendwie. Da gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Der Schildplatz ist ganz cool. Das Morio natürlich, der Gernotz, der dazugehört. Der Heimattisch, der direkt hier um die, also gegenüber praktisch ist. Vielfach, da vorne der Schneider, das ist alles cool. Also Nippes ist halt, ja, das Coole daran. Ja.